Wie gewinne ich ihr Herz? Yo Leute, was geht? Wir sind die Noobtown Monkeys und hier ist Julian Bam und wir haben uns heute gedacht, wir geben euch heute ein paar Tipps, wie man das Herz eines Mädchens erobert. Als allererstes solltet ihr Blickkontakt herstellen, also lasst einfach euren Charme spielen. Ja gut, man sollte nicht direkt übertreiben. Seid einfach direkt. Ich liebe dich. Vielleicht nicht so direkt. Ich liebe dich vielleicht. Und wenn ihr euch das nicht traut, ich meine, das kann schon heftig sein, sowas einfach direkt zu sagen, dann macht es schriftlich. Ich meine, ihr kennt das vielleicht aus der Schule, ich hab's jedenfalls schon mal gemacht. Hey, das ist doch alles Kinderkacke. Ihr braucht so einen richtigen Wingman, so wie mich. Yo. Der liebt dich. Manchmal ist es vielleicht auch ganz gut, einen Plan zu haben. Yo, schon mal so einen dicken Bizeps gesehen? Ich arbeite übrigens an einem neuen Look. Willst du mal sehen? Da ist Blue Steel. Oh, danach. Schön. Erinnert mich an die von meiner Mama. Hey, komm, wir müssen gehen. Wir trauen mir einfach. Okay. Jetzt sind wir. Alles umsonst. Und wenn Plan A nicht funktioniert, dann habt ihr hoffentlich auch einen Plan B parat. Hey, bist du den Typen da? Das ist voll der Star. Ich will voll gerne Autogramm haben, aber ich trau mich nicht. Kannst du vielleicht für mich fragen? Ja? Klar. Bitte? Danke, danke. Go, go, go. Entschuldigung, darf ich dein Auto? Ich liebe dich. Hä? Warte, ich bin kein Star. Ich bin der zukünftige Ehemann. Gibt es etwas Romantischeres als eure Verehrte mit der Sprache der Musik für euch zu gewinnen? Habt ihr irgendwelche besonderen Skills oder Talente? Zeigt es ihr. Ha, check das ab. Und vergesst natürlich nicht, geht nicht auf, kämpft um sie. Okay, es ist nicht unbedingt notwendig, immer mit Fäusten zu kämpfen. Manchmal sind Worte eure stärkste Waffe. Warte! Weißt du was? Ich mag vielleicht nicht der Größte und vielleicht auch nicht der Stärkste sein, aber ich habe erkannt, dass es keine bestimmte Methode gibt, ein Herz zu erobern. Ich habe alles versucht und eines habe ich halt außen vor gelassen. Und das war Ehrlichkeit. Jetzt bin ich ehrlich. Würdest du mir eine Chance geben, dich kennenzulernen? Gefallen. Wenn ja, gebt uns einen Daumen hoch, abonniert unseren Channel. Wir haben das Video mit Julian Bam gemacht und wir haben ein zweites Video mit ihm gemacht auf seinem Channel. Da geht es ums Schluss machen. Checkt es auf jeden Fall ab. Checkt unsere letzten Videos. Yes. Und wir sagen, wir sehen uns nächste Woche. Yeah.